Hallo, ich bin die Martina. Ich freue mich, dass du dir 5 Minuten Zeit nimmst, was für dich, deinen Körper zu tun. Ich möchte mit euch die Gelenke durchmobilisieren und auch ein bisschen kräftigen. Stell dich einfach mal hin, egal wo du bist. Steh vom Schreibtisch auf, steh vom Sofa auf, steh vom Stuhl auf. Mach dir ein bisschen Platz um dich herum. Du siehst, du brauchst kein Hilfsmittel außer Wasserflaschen. Organisier dir noch schnell 2 Flaschen. Und komm wieder zurück und schaff dir Platz um dich herum und dann geht's auch schon los. Wir bewegen uns einfach mal zur Seite, die Arme hängen herunter. Du darfst dich drehen und rotieren hier aus dem Oberkörper heraus und immer mehr in die Bewegung auch mitgehen. Das tut jetzt erstmal hier gut für die Brustwirbelsäule hier. Genau, locker dich auf. Dann komm wieder, pendel dich in der Mitte ein. Ich hoffe, du bist zurückgekehrt mit deinen 2 Wasserflaschen. Stellst dich dazu und kommst in die Mitte. Wir stehen hüftbreit da, die Knie sind leicht gebeugt. Nimm die Arme nach oben auf Schulterhöhe, mach eine Faust und jetzt kreis mal ganz dynamisch hier deine Arme nach hinten. Die Arme sind gestreckt oder fast gestreckt und versuch hier schön dynamisch aus der Schulter zu kreisen. Das machst du super. Genauso weitermachen. Wir wechseln gleich die Richtung. Dein Rumpf ist stabil. Okay. Und in die andere Richtung. Jetzt nach vorne kreisen. Hier, es ist ein schönes Warm-up für die Schultermuskulatur. Wir wollen die Schulter erwärmen und auch die Durchblutung ein bisschen weiter nach oben bringen. Jawohl, noch 3 Mal. Dann öffne deine Hände, die Handflächen kommen nach oben. Und jetzt die Arme mal beugen und strecken. Beugen und strecken. Richtig auch wieder hier dynamisch arbeiten, hier für die Ellbogengelenke. Und jetzt mach mal eine Faust, wenn du beugst und öffne die Hand wieder, wenn du streckst. Genau, dann haben wir noch ein bisschen Handgymnastik dabei. Genau, Faust und strecken, öffnen, genau, schließen und öffnen. Komm, noch 3 Stück. Das machst du auch wieder hervorragend. Und jetzt lockerst du wieder schön aus. So, wir gehen eine Etage runter. Wir gehen an die Hüftgelenke. Nimm dein Knie nach oben und nach außen. Nach oben und nach außen. Du kannst auch immer absetzen zwischendrin. Oben, außen, absetzen. Oder du machst schnelle, dynamische, ganz wie du möchtest. Hier schön für die Hüftrotation und für den Hüftöffner. Und für die Beweglichkeit, Mobilisation in der Hüfte. So, komm, noch 5 Stück. Das schaffst du. Machst du prima. Okay. Und noch einer. Sehr schön. Und jetzt mal langsam nach oben und nach hinten strecken. Hoch und nach hinten. Sehr schön. Machst du das schön langsam jetzt. Nicht mehr ganz so schnell. Knie nach oben und dann das Bein nach hinten strecken. Spür die Gesäßmuskulatur. Locker mal aus, lauf mal auf der Stelle und wir wechseln unser Bein. Knie nach oben und nach außen, oben und nach außen. Und dann fühl mal rein, ob du einen Unterschied merkst zur anderen Seite. Dein Standbein ist leicht gebeugt, genau, du kannst das auch langsamer machen und einen Tap hier unten auf dem Boden. Nimm das Tempo, was für dich okay ist. Und spür mal rein, ob dein Standbein hier vielleicht wackeliger ist oder das Spielbein hier vielleicht nicht so gut in der Hüfte zu drehen ist. Schau mal, ob es da Unterschiede hat bei dir. So. Und wieder das Knie nach oben, schön langsam arbeiten, hoch, nach hinten strecken. Hier, ich drehe mich auch mal zur Seite für dich. Schön hier nach hinten lang strecken, nach oben, lang. Du kannst die Hände in die Hüfte nehmen und spann an. Und noch 2 Stück, sehr schön. Und absetzen und auslockern. Das hast du super gemacht. So, die Schultern sind wieder dran. Wir schnappen uns mal die Wasserflaschen. Du entscheidest, ob die 0,5er, die 1er oder die 1,5er, wie in meinem Fall. So, ich komme jetzt hier auf Schulterhöhe. Der Rumpf ist wieder leicht angespannt, Bauch ist fest. Ich bringe jetzt hier die Hanteln und auch die Ellenbogen auf Schulterhöhe. Sehr schön. Das ist für die seitlichen Schultermuskeln, für den mittleren Deltamuskel. Der gibt die schöne Form in der Schulter dann im Sommer. Jawohl, kommt noch ein bisschen. Noch 5 Stück. Das schaffst du. Super. Genau, komm. Noch 2 Stück. Jawohl. Prima. Okay, ich drehe mich jetzt zur Seite.
Dreh dich mit. Ein Ausfallschritt. Der Oberkörper neigt sich leicht nach vorne. Kopf ist in Verlängerung zur Halswirbelsäule. Wir rudern jetzt. Das heißt, wir bringen jetzt die Ellenbogen maximal nach hinten und nehmen auch die Schultern mit in die Bewegung. Schön nach hinten ziehen. Dein Rumpf ist angespannt. Rumpf und Rücken ist stark und fest. Und zieh schön nach hinten. Die Bewegung ist dynamisch aktiv. Du ziehst aktiv die Schultern nach hinten. Jawohl, sehr schön. Komm, mach noch 3 Stück. Das ist für den oberen Rücken. Das tut gut, wenn man viel sitzt. Und dann braucht der Rücken hier die Stärkung im oberen Bereich. So, wir kommen aufrecht, bleiben direkt in der Position. Gehen jetzt mit dem hinteren Knie Richtung Boden und machen einen schönen Ausfallschritt. Du kannst auch hier ein bisschen die Flasche wieder mit nach oben nehmen. Sehr schön. Kommen noch 5 Stück. Knie zum Boden ist jetzt für den vorderen Oberschenkel, Oberschenkelmuskulatur und Gesäß. Komm, lang genug gesessen. Wird Zeit, dass was für den Muskel getan wird. Wir sind ja auch schon zur Hälfte durch mit dem Programm. Noch 2 Stück. Super gut. Komm nach oben. Locker kurz aus, schüttel die Beine aus und dreh dich mal zur anderen Seite. So, ich bleib mal auf der Seite, genau, damit ich dir noch was anderes zeigen kann. Erstmal wird wieder gerudert für die andere Seite. Zieh wieder 10-mal hier zurück für den oberen Rücken. Zieh die Schultern weit zurück, nimm die Schultern mit in die Bewegung rein, bleib im Rumpf stabil. Kopf in Verlängerung zur Halswirbelsäule. Jawohl. Komm, zieh noch 4-mal. Jawohl, spür mal oben in die Schultermuskeln rein, in den oberen Rücken. Ich hoffe, das tut dir gut. Und noch 2. Und komm nach oben, beziehungsweise mit dem Oberkörper nach oben. Und jetzt kannst du direkt wieder mit dem hinteren Knie Richtung Boden gehen. Und ich zeige dir jetzt noch eine Variation. Wenn du tief gehst, kannst du mit dem Oberkörper über das vordere Bein drehen. Dann hast du noch eine schöne Rotation im Oberkörper für den Rumpf. Okay, komm, noch 5. Sehr schön. Noch 4, 3. Machst du super. Gleich haben wir es auch schon geschafft. Jawohl. Und komm nach oben. Auslagern. Noch einmal was für die Arme. Diesmal geht's nach oben. Aus der Waagerechten heraus drückst du jetzt die Wasserflaschen nach oben Richtung Decke. Die Arme bleiben dann hier wieder in Schulterhöhe, die Ellenbogen. Und zieh nach oben. Du kannst auch hier einatmen. Ausatmen, wenn du nach oben. Und ein. Und aus. Sehr schön. Komm, mach noch 5 Stück. Sehr gut. Komm, noch 4. Ein. Sehr gut. Noch 2. Und der letzte. Und wieder auslockern. Und jetzt lass die Arme mal lang hängen. Kreis noch mal ganz fest die Schultern. Und zwar ganz hoch, maximal zu den Ohren. Nach hinten bringen und wieder zurück. Richtig schön fest hier hoch. Schau noch mal hier hoch, nach hinten und nach unten. Sehr schön. Komm, noch 3 Stück. Das ist noch mal Mobilisation, aber auch Kräftigung der Schulter. Und der letzte. Und wir lösen. Sehr schön. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch eine Übung mit reinbringen darf. Dann würde ich meine Lieblingsübung mit reinbringen, den Sumo Squat für die Gesäß- und Beinmuskulatur. So, du kannst natürlich auch wieder, wenn du Gewicht magst, bist überhüftbreit, Knie und Füße sind nach außen geöffnet und du bringst jetzt dein Becken auf Höhe der Knie, schön tief nach unten. Ich zeige es dir auch nochmal von der Seite. Du bringst hier das Gesäß auf das Becken auf Kniehöhe, Oberschenkel sind parallel zum Boden. Du spannst das Gesäß an und drückst dich schön wieder nach oben. Und wenn du willst, nimmst du noch die Flasche mit nach vorne oder auch nach oben oder hältst sie einfach hier schön fest. Komm, noch 4 Stück. Komm, die letzte Übung hier für die Beine nochmal und für dein Gesäß. Drück raus. Noch 2,
Noch eine. Spann schön an beim Hochdrücken. Komm wieder her, locker aus, stell die Wasserflasche weg. Und kreis nochmal hier für die Hüfte, bevor du dich gleich wieder auf den Stuhl setzt. Nochmal schön hier die Hüfte kreisen und lockern. Und dann atmest du tief ein. Und mit der Ausatmung ziehst du dich nochmal zur Seite. Nochmal ein in die Mitte hoch. Ziehen, Bauch einziehen und ausatmen. Jede Seite noch einmal. Und noch einmal hoch und aus. Und wir öffnen die Arme zur Seite und lockern nochmal aus. Und dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die 5 Minuten Zeit genommen hast, mal aufzustehen, dich zu bewegen. Und wenn es dir jetzt so gut geht wie mir, dass du auch so schön durchblutet bist und gute Laune hast, dann hoffe ich für dich, dass du es vielleicht nochmal heute machst, wann immer dir danach ist, vielleicht zur jeden vollen Stunde oder vorm Abendessen wieder oder vorm Mittagessen. Beweg dich so oft du kannst, so oft du möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bleib fit und gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.